Kennen Sie Bosa? Bosa ist ein aus Asien stammendes, zähflüssiges Getränk aus vergorener Hirse. Und es spielt eine wichtige Rolle in dem neuen Roman von Orhan Pamuk, Diese Fremdheit in mir. Sein Held ist nämlich Bosa-Verkäufer auf den Straßen Istanbuls und dies über 40 Jahre lang. Der Roman ist einerseits die Geschichte der Großfamilie dieses Bosa-Verkäufers, Mevlut Karatas heißt er, und andererseits die Geschichte Istanbuls der letzten 50 Jahre. Mevlut kommt in den 60er Jahren wie viele andere vom Land nach Istanbul, um es dort zu etwas zu bringen und einmal reich zu werden. Aber eigentlich hat er dafür gar keine Gene. Weder schließt er die Schule ab, noch will er mitmachen, wenn seine Cousins nicht ganz lauter zu Geld kommen. Mevlut will lieber Abend für Abend Bosa verkaufen, auch wenn es nicht viel einbringt. Er will lieber in einer selbstgebauten Hütte wohnen, Geld verdienen, dass es gerade zum Leben reicht und in seiner arrangierten Ehe und mit seinen beiden Töchtern glücklich werden. Dafür waren die Menschen doch geschaffen worden, dass sie glücklich wurden und offen und ehrlich durchs Leben gingen, schreibt Orhan Pamuk am Ende des Buches. Mevlut Karatas ist dafür ein Beispiel. Dafür liebt man ihn und diesen Roman.